Phoenix hört man es und sieht es vor allen Dingen sehr, sehr schön. In den Zeitungen liest man es. Und wer auf Twitter, Facebook und woanders unterwegs ist, der liest es auch andauernd. Leer sieht es aus im Plenum. Man kann doch verlangen, dass die Abgeordneten für 9.000 Euro einmal im Monat arbeiten. Also diese Abgeordneten immer. Was machen die eigentlich? Warum sind die nicht im Plenum? Sind die faul? Und für alle Zuhörer, er ist der berühmteste Eierkrauler dieses Parlaments. Ist das Candy Crush, Herr Bundeskanzler? Bodo Ramelow daddelt vor sich hin. Und die Sitzung ist unterbrochen. Im Bundestag hat es in der Debatte um die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik eine außerplanmäßige Pause gegeben. Der Grund, das komplette Bundeskabinett auf der Regierungsbank fehlte. Ich bin jetzt über 20 Jahre im Deutschen Bundestag, seit 2002 als Abgeordneter, seit 1997 noch in Bonn. Ja, da waren wir auch schon mal als Referent und bin sozusagen alter, weißer, grauer Mann. Kann vielleicht als Bundestagsabgeordneter ein wenig über diese Mythen was sagen. Das und manches mehr klären wir auf, jetzt bei Debunked. Mythos Nummer 1. Das Plenum ist immer so leer, weil die Abgeordneten alle so faul sind. Alle Menschen sind faul, irgendwo. Alle Menschen sind fleißig, hoffe ich immer. Aber dazu muss man doch erstmal gucken bei der Arbeit, was ist der Job, was ist die Aufgabe, was ist die Beschreibung der Arbeit. Und da kommen wir zu dem, was eigentlich in der Verfassung steht und was eigentlich die Tradition auch in der Gewaltenteilung ist. Das Parlament hat die Aufgabe, Gesetze zu machen. Und seien wir ehrlich, in unserer heutigen Zeit, auch über elektronische Medien, die Aufgabe, diese Gesetze zu erklären. Das ist nicht alleine eine Aufgabe der Regierung. Im Gegenteil, die Regierung mag zwar Gesetzesvorschläge machen, aber debattieren, diskutieren, verbessern, das ist die Aufgabe des Parlaments. Und wie läuft sowas? Naja, indem man als erstes zuhört. Ja, auch im Plenum, aber doch noch viel mehr bei allen Betroffenen, bei den Lobbygruppen. Oh, böses Wort, aber mit Lobbygruppen sollte man sich unterhalten. Denn eine Gewerkschaft ist wie ein Arbeitgeberverband eine Lobbygruppe. Eine Kirche ist wie ein Unternehmensverband eine Lobbygruppe. Die einzelnen Menschen, Bürger im Wahlkreis sind Lobbygruppen. Die Vereine, die Verbände, alles das, was du vor Ort hast. Mit all diesen Menschen muss geredet werden, wenn du gesetzliche Änderungen vorhast, wenn du abstimmst über Gesetzesänderungen, wenn du abstimmst in der Fraktion. Das heißt eigentlich, seine Aufgabe ist, Informationen zu sammeln, sie zu verarbeiten und dann auch sie zu kommunizieren. Der Deutsche Bundestag ist anders als die meisten Parlamente ein richtiges Arbeitsparlament, wo also in den Ausschüssen, in Arbeitsgruppen, in späten Kleinbesprechungen und so weiter Gesetze Stück für Stück auseinandergenommen und wieder zusammengebastelt werden. Also wo ist die meiste Arbeit für den Abgeordneten? Die ist in den Ausschüssen. Die ist nicht nur in den Ausschusssitzungen. Wir stehen hier an einer Stelle, wo schräg gegenüber der Haushaltsausschuss lange und viel tagt, während der Haushaltsberatungen sogar anders als die anderen Ausschüsse 2 Tage die Woche von morgens 9 bis nachmittags, abends bis hin zur berühmten Bereinigungssitzung, die an einem Donnerstag von ungefähr 12 Uhr bis morgens 3, 4 Uhr geht. Das ist ja dann nicht nur die Ausschusssitzung selbst, sondern du bereitest ja auch die Ausschusssitzung vor. Da kommt eine Vorlage, was davon stimmt. Ich muss wieder mit Betroffenen reden. Ich nehme das Thema Rente, ich nehme das Thema Arbeitsmarkt mal als Beispiel. Dann rufe auch ich, ja, das tun Liberale bei meinen Gewerkschaften an und sagen, wie seht ihr das? Warum ist euer Punkt da so getroffen oder warum ist er nicht getroffen? Ich rufe aber auch dann Arbeitgeber an. Und genauso machen es die Kolleginnen und Kollegen auch, um dann im Ausschuss nachher all das zu sammeln und das richtige Ergebnis zu finden, das hoffentlich richtige. Und das ist eine andere Frage, ob es wirklich richtige Ergebnisse gibt bei der Politik. Schwierig. Es gibt auf jeden Fall bessere und schlechtere. Aber für wen und wann und wie? Das am Ende entscheidet in der Demokratie zum Glück nicht der Abgeordnete, sondern Sie. Okay, noch ein letzter Punkt. Manchmal ist das Plenum dann doch voll, und zwar dann, wenn Abstimmungen sind. Nicht bei jeder Abstimmung. Was bedeutet das? Naja, bei wichtigen Gesetzesvorlagen, wichtigen Anträgen, wichtigen Entscheidungen wie etwa Frage Bundeswehrentsendung gibt es namentliche Abstimmungen. Und dann schmeißt jeder ein kleines Kärtchen rein in der Farbe Blau für Ja, Rot für Nein, Weiß für Enthaltung, um über die Sache abzustimmen. Und Sie können das dann immer auch auf der Homepage des Deutschen Bundestages in den Protokollen nachlesen, wer wie abgestimmt hat. Dann ist das Plenum voll, denn dann ist es die eigentliche Arbeit, die wir machen, das Abstimmen. Mythos Nummer 2. Der Fraktionszwang blockiert wichtige und gute Entscheidungen. Ja, jetzt reden wir über was es eigentlich gar nicht gibt und was ich selber, viele werden sagen, so ein Quatsch, was der da erzählt, noch nie empfunden habe, der sogenannte Fraktionszwang.
Gibt es den wirklich nicht? Gibt es den wirklich? Also im Endeffekt ist es ja so, eine Fraktion ist ein Entscheidungsteil dieses Deutschen Bundestages. Das gilt für alle Fraktionen, weil am Ende das die Stärke auch ausmacht. Naja, die Fraktion sagt, wir müssen zu einem bestimmten Punkt eine gemeinsame Meinung haben, eine gemeinsame Position haben, denn wir sind auch als Fraktion hier letztlich für unsere Partei. Und dann sollten wir auch versuchen, einen gemeinschaftlichen Punkt zu finden. Darüber wird dann Demokratieprinzip in der Fraktion abgestimmt. Und wie immer bei Abstimmungen, manchmal ist man bei der Mehrheit, manchmal ist man bei der Minderheit. Und jetzt kommt die Frage, wie reagiere ich in der Minderheit? Und das ist für mich essentiell zur Frage Demokratie. Demokratie heißt nicht einfach nur, die Mehrheit setzt sich durch, sondern heißt auch, dass die Minderheit akzeptiert, wenn sie in einem demokratischen Vorgang ist, dass das dann das ist, was passiert. Das gilt für die Fraktion, so wie es auch für die Gesetzgebung insgesamt an der Stelle gilt. Das heißt, man kann nachher immer wieder mal versuchen, nach bestimmten Regeln neue Entscheidungen zu finden, aber erstmal gilt die Entscheidung. So, jetzt kommt der Fraktionszwang. Bin ich dann gezwungen, als Teil der Minderheit in der Fraktion, die bei einer Abstimmung etwa über die Frage, ob der Mehrwertsteuersatz für Kaffee bei 7 sein sollte oder bei 19, könnt ihr ja selber mal überlegen, Genussmittel oder Lebensmittel, und sagt dann, ich protestiere, das mache ich jetzt nicht, ich lasse mich nicht zwingen? Oder ist es eigentlich so, und das finde ich ist sehr wichtig zu sehen, Teil der Demokratie ist immer ein Vertrag der Akzeptanz, der grundsätzlichen Akzeptanz. Wir kommen gleich zu den Ausnahmen der Mehrheitsentscheidung. Aber was ist denn bei bestimmten gewissens- und ethischen Entscheidungen? Ja, da wird es schwer. Denn am Ende ist der Abgeordnete auch von der Verfassung garantiert frei. Und deswegen nochmal das Wort Zwang. Kann man nicht zwingen. Nein, mir kann keiner die Hand führen, mir kann keiner sagen, das ist das Kärtchen, du kannst kein anderes Kärtchen als das Blaue für Ja reinwerfen, du darfst nicht das Rote für Nein reinwerfen. Das geht nicht. Habe ich das eigentlich schon getan, gegen die Fraktion gestimmt? Ja, habe ich schon. Sowohl bei Militäreinsätzen, wo ich die Logik nicht gesehen habe und mir die Verantwortung gegenüber den Soldaten zu hoch war, als auch bei einer Frage, die mit Jugendlichen zu tun hatte, die noch von der Stasi angeworben waren, danach nichts mehr damit zu tun hatten und jetzt berufliche Schwierigkeiten hatten. Und das war mir auch sehr wichtig. Habe ich da Druck bekommen, dass ich anders abgestimmt habe? Nein, ich musste es aber, und das gehört sich auch so, anzeigen gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen. Dafür nimmt man dann die parlamentarischen Geschäftsführer und sagt, pass auf, mein Gewissen sagt mir das. Was ist eine Gewissensentscheidung? Genauso, weil es auch immer um fachliche Fragen geht, vertraue ich dann bei anderen Fragen den anderen Fachpolitikern, wenn sie an der Stelle sagen, das ist jetzt fachlich die richtige Lösung. Und insofern sage ich immer, es gibt keinen Fraktionszwang, aber man muss sich stetig zwingen, über die Entscheidungen, die man selber täglich trifft als Abgeordneter, nachzudenken und dann hoffentlich besser zu entscheiden. Mythos Nummer 3, wie die Briten sagen würden, oder 3, wie die Deutschen sagen würden, in der Opposition hat man eigentlich keine Macht. Naja, Opposition, das ist doch eigentlich, du wartest, die anderen haben die Mehrheiten, du kannst gar nichts machen, brauchst auch eigentlich nichts zu tun. Und wieder so ein kleines Vorurteil, auch dementsprechend faul kannst du sein. Es gibt aber einen zweiten Satz, der ist wichtig. Opposition ist immer Regierung im Wartestand. Unser Zusammenleben zu regeln und dort, wo Probleme auftauchen, Lösungen zu finden. Entweder mit Hilfe des Staates oder dadurch, dass Privatlösungen gefunden werden, um das Zusammenleben zu verbessern. Das ist ein langer Diskurs. Und dabei bringen sich alle ein. Und eine Regierung, eine Koalition, die nicht hört, was an Themen da ist, die übrigens dann von der Opposition hervorgebracht werden und ich sage auch immer hervorgebracht werden müssen. Herr Kollege Scholz, sind Sie offen für eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Fritsch aus der FDP? Ach ja. Ich danke für diese Großzügigkeit, Herr Minister. Herr Minister, da Sie ja keine einzige Minute, nachdem Sie ganz am Anfang mal kurz den Haushalt vorgestellt haben, keine einzige Minute während der Haushaltsberatungen im Haushaltsausschuss waren und jetzt hier gesagt haben, dass Sie die Investitionen hochgefahren haben, würde ich Sie fragen, ob es stimmt, dass Sie in den Haushaltsberatungen als Koalition die Investitionen wieder runtergefahren haben in Milliardenbeträgen? Es ist, Herr Fricke. Schönen Dank für Ihre Frage. Eine Opposition, die nicht erkennt, was wo drückt, wo dem Bürgerinnen und Bürger der Schuh drückt, die ist keine wirkliche Opposition. Denn sie kontrolliert damit ja auch die Regierung und die Koalition, indem sie sagt, da habt ihr nichts gemacht, da müsst ihr mehr machen, das müsst ihr anders machen.
Wo tut sie das? Ja, auch im Plenum, aber auch durch Änderungsanträge in den Ausschüssen, durch Fragen von Hearings, durch alle möglichen Dinge, die man als Parlamentsfraktion, letztlich aber auch als Politik machen kann, jegliche Form von Veranstaltung. Das ist das Entscheidende und das ist das Wichtigste. Und manchmal kriegt man sogar, das ist mir in der letzten Legislatur gemeinsam mit der Kollegin Aschenberg-Lucas gelungen, in der Opposition Gesetzentwürfe durch. Also man ist nicht komplett machtlos. In dem Falle war es ein Gesetzentwurf zur Organspende, wo der Bundesminister es eher so wollte, dass der Staat grundsätzlich die Organe haben darf. Und wir gesagt haben, nein, grundsätzlich darf er sie nicht haben. Erst muss der Bürger, die Bürgerin zugestimmt haben. Und so ein Gesetzentwurf ist dann deswegen durchgekommen, weil hier A, mal wieder die Frage klar war, dass es eine Gewissensentscheidung war, Leben-Tod-Frage, und B, die Mehrheit dann doch gesagt hat, der Staat muss den Bürger um Erlaubnis fragen und nicht der Bürger muss dem Staat widersprechen. Und so kann man auch im Kleinen als Oppositionspolitiker manches verändern. Und darauf kommt es ja auch an. Ich könnte da noch was aus dem Haushaltsausschuss nennen, aber bevor wir in 4000 Seiten Haushaltsgesetz gehen, gehen wir lieber zu den wichtigen Dingen. Bin Jurist, also kommen wir zum Fazit. Halten wir fest, also die Frage, wann ein Abgeordneter arbeitet, liegt vielmehr an der Frage, was seine Arbeit ist, nämlich Gesetze gut zu machen, den Leuten zuzuhören und sie zu erklären. Und das ist schon sehr, sehr viel Zeit und die nehmen auch alle wahr in allen Fraktionen. Schwarze Schafe mag es geben, aber da wird schon hart gearbeitet und eben nicht nur im Plenum. Fazit Nummer zwei, Fraktionszwang. Naja, man muss erstmal klar definieren, den Fraktionszwang so gibt es nur bei Leuten, die sich zwingen lassen, wenn sie frei gewählte Abgeordnete sind. Aber gleichzeitig muss man auch gucken, man ist Teil des Teams, Teil der Fraktion und versucht mit anderen gemeinsam einen Kompromiss zu finden. Das, was Demokratie eben ausmacht. Fazit Nummer drei, Opposition ist nicht Mist. Regieren ist besser, ja, aber Opposition heißt auch, ready for government zu sein, die entsprechenden Anträge zu machen, die Themen zu erkennen, auf die entsprechenden Themen zu gehen und immer wieder auch zu zeigen, dass man regieren könnte und dann später ja auch regieren wird, wenn man es gut macht. Dazu muss die Arbeit des Parlaments gestärkt werden. Das muss man dadurch machen, dass man nicht erst mal wieder in einem Wahlkampf relativ schnell ist und dass nicht erst wieder eine lange Zeit für Regierungsbildung bleibt und die Zeit dazwischen, um parlamentarische Arbeit zu machen, zu klein ist. Die Landtage, die meisten Länder in Europa um uns herum sind auf fünfjährige Legislaturperioden gegangen. Das wollen wir auch, das gibt eine Verstärkung. Mit derselben Menge von Leuten? Naja, wenn wir gesehen haben, dass es wichtig ist, dass in kleineren Gruppen besser gearbeitet werden kann, dann muss man sich auch fragen, wie erreiche ich, dass die Höchstzahl des Parlaments wirklich in Richtung 600 geht und nicht durch Überhang- und Ausgleichmandate so hoch ist, wie sie jetzt wieder ist. FDP hat auch dazu in der vergangenen Legislatur Vorschläge gemacht. Das werden wir wieder verstärken. Wir nutzen da auch den Koalitionsvertrag an der Stelle. Wir wollen hier eine Lösung, die dafür sorgt, dass zwar die Bürger vor Ort wissen, dass sie einen Abgeordneten auch vor Ort haben, aber nicht, dass das Parlament einfach nur immer voller wird. Und schließlich, und das ist wichtig, gilt das, was für den einen Teil der Gewaltenteilung, die Legislative, die Gesetzgebung gilt, auch für den anderen Teil, für die Exekutive, für die Regierung gilt. Und das heißt Machtbeschränkungen. Das bedeutet dann auch, dass wir sagen, ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin kann zwei Legislaturperioden, maximal 10 Jahre Bundeskanzler sein. Danach muss es einen Wechsel geben. Denn Demokratie lebt doch von einem. Vom ständigen Diskurs, vom Auswechseln neuer Ideen. Das ist das, was wir Liberalen wollen. Eine lebende, eine lebhafte Demokratie. Okay, also wenn euch das gefallen hat, auch wenn hier ein alter, grauer, weißer Mann euch das erklärt hat, dann schaut mal, wir haben noch ein paar mehr Folgen auf YouTube bei Debunked. Und am Ende geht es aber darum, was ihr davon haltet. Habt ihr noch Fragen? Und vor allen Dingen, mein Wunsch an euch als Demokrat ist, macht mit. Das war's mit Debunked. Bleibt gesund und macht das Richtige. Ah, und noch eine Bitte. Schreibt doch mal, was für euch die beste Szene im Plenum war. Frage, was denkt ihr, wir werden so reden geschrieben? Lassen die sich schreiben? Und vielleicht die andere Frage für euch, wolltet ihr immer schon wissen, was die Hobbys von uns Abgeordneten sind?